Ja, hallo, Grüße aus dem Wald zu dieser kleinen Neujahrs-Mini-Buschkraft-Tour sozusagen. Ich möchte euch mit diesem kleinen Video eine Freude machen zum Jahreswechsel auf ein besseres Jahr und werde gleich mal ein bisschen hier draußen in der Natur für euch kochen. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja, hallo, hier herzlich willkommen aus dem Wald. Ich bin an einem meiner liebsten Plätze angelangt. Das stimmt nicht ganz so, denn das ist nur einer meiner liebsten Plätze zum Drehen, weil hier die Lichtverhältnisse ganz gut sind. Na, wir haben hier ein relativ lichtes Buschwerk. Gerade im Winter ist es halt sehr schwierig, vernünftig zu drehen. Dann krisselt das Bild immer, wird zu dunkel. Und um 16 Uhr geht ja auch schon die Sonne unter. Und das ist auch schon in 2 Stunden. Also hopp, hopp. Dazu habe ich auch noch Hunger. Wir geben jetzt also Gas und machen uns was Leckeres zu essen. Dieses Video steht ganz unter dem Stern von einem möglichst Low-Budget-Video. Und zwar ist die Grundidee, dass manche ja sagen, oh, man braucht dann so viel Ausrüstung draußen und so weiter und so fort. Und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Beziehungsweise man braucht natürlich schon ein paar Sachen, wenn man ein bisschen Buschkraft und Kochen draußen machen möchte. Aber es ist jetzt nicht so, dass das teuer sein müsste. Und auf meinem Ausrüstungskanal wird ein großes Loadout kommen, wo ich so ein paar ganz viele kleine, günstige Gegenstände zeige oder was man auch von zu Hause einfach mitbringen kann, um draußen eine entspannte, schöne Zeit zu haben. Und das machen wir jetzt hier zusammen. Eine entspannte, schöne Zeit haben, draußen sein, ein bisschen kochen und das Ganze mit möglichst günstiger Ausrüstung. Los geht's! Was quietschst du hier herum, hä? Was quietschst du hier die ganze Zeit rum? Hallo? Ja, wer hat sich da verheddert? Hast du Ia? Hast du dich Teufel? Ja, das macht dich unglücklich, ne? Wollen wir dich befreien? Ich glaube, wir befreien dich mal, ne? Oh Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Was machst du da, Samweis? Okay. Aha. Das ist natürlich höchst interessant. Ja, zerstöre, was dich kaputt macht. So ist richtig. Hallo? Was ist da? Was ist das, Samweis? Naja gut, in einem Punkt muss ich mich aus der Anmoderation vielleicht ein bisschen korrigieren. Kochen werden wir nicht wirklich, sondern wir werden eigentlich nur Essen warm machen. Wir haben heute gar nicht genug Zeit, um wirklich ausführlich zu kochen. Ja, wie gesagt, der Sonnenstand ist immer das, wonach ich mich richten muss, wenn ich drehen gehe. Ansonsten muss ich vollkommen im Dunkeln drehen, was natürlich ein bisschen schwierig ist. Aber auch damit sind wir zufrieden, denn auch Fertigessen ist ja schon ab und zu mal absolut in Ordnung. Dann würde ich sagen, lassen wir uns das Essen doch erstmal ein wenig schmecken, wa? So. Nicht zu meckern. Tja, das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Ich glaube, vielen Leuten geht es so, dass sie das sehr, sehr gerne sehen möchten. Und mir ehrlich gesagt auch. Es sind zwar auch viele schöne Dinge in diesem Jahr passiert. Zum Beispiel habe ich geheiratet. Ne? Ich darf jetzt also offiziell meine Frau sagen, sozusagen. Es ging gut voran und wir haben unsere erste CD produziert als Leonea. Das war auch ein erfolgreiches Projekt. Aber insgesamt muss ich schon sagen, fehlt mir der Kontakt zu anderen Menschen schon sehr stark. Und auch zu Festivals, Konzerten, alles Mögliche in der Richtung. Und deshalb hoffe ich, dass das mit der Impfung halbwegs gut funktioniert. Da fangen sie ja jetzt gerade an, damit wir dann endlich nächstes Jahr wieder ein bisschen, zumindest ein paar Sachen zurückbekommen. Was wir nicht zurückbekommen müssen, ist meiner Meinung nach zum Beispiel Langstreckenurlaubsflüge.
die manche zweimal im Jahr machen oder solche Geschichten. Aber das ist natürlich Empfindungssache, ne? Das dafür sieht vielleicht jemand anders, der gar nicht gerne auf Festivals geht und dafür lieber solche Urlaube machen möchte. Was auch immer euch aber so rumtreibt, ich hoffe, euch geht es gut. Wir sehen uns im nächsten Jahr, hoffentlich dann wieder mit mehr Videos als dieses Jahr. Mal sehen, ob ich das hinbekomme. Ich hoffe es zumindest. Ich wünsche euch einen ganz fantastischen Rutsch ins neue Jahr. Hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtstage, Feiertage, was auch immer ihr da habt. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.